Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Jetzt schnell noch ein Video. Und zwar habe ich keine Ausrüstung dabei, das heißt kein Gimbal und auch keinen Windschutz. Ich hoffe, es reicht so. Ansonsten einfach Ton abstellen und die Bilder genießen. Apropos Bilder, da sind auch schon einige auf Google Fotos von heute. Ja, wir haben hier D8. Und unten im Bild die letzte Lage längs, hier die vorletzte Lage quer, also da geht es dem Abschluss entgegen. Und ein bisschen weiter oben ist auch wieder D8. Und hier sehen wir die ersten Abstandshalter drin. Und Abstandshalter bedeutet zwischen unterer und oberer Bewehrung kommen die rein, um die obere auf Position zu halten. Die untere liegt ja mit ihren Abstandsklötzchen aus Beton auf der Schalung. Und hier die 7 Schalung, da gibt es den Feinschliff. Und ich schätze, das da drüben wird bald von D14 ankommen, dass da die Schalung auch reinkommt. Und jetzt gibt es noch ein bisschen D7 direkt beim ITS. Und Dankeschön ans ITS für die Drehgenehmigung. Gleich gehen wir nach rechts, um zu K23 zu blicken, aber vorher noch ganz nach links die Verfüllung vom Stadtbahntunnel, und zwar der Ast von der Hallische Staatsgalerie zum Hauptbahnhof ist hier zu sehen. Wie auf Google Fotos schon gepostet, gibt es auch eine neue Beleuchtungseinrichtung, und zwar diese hier habe ich vorhin entdeckt. Und hier drüben am Steg sind auch noch mal welche. Ich denke mal, Vorbereitung für die Installation der Glasgitter. Und hier ist noch eine. Jetzt kann es arg windig werden. Deswegen sage ich jetzt schon mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, und am besten den Ton abschalten, wenn es zu arg nervt mit dem Windgeräusch.